Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Backen und Kochen mit Stefan. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ganz, ganz schnell Schokokrossis selber machen kann. Dafür benötigt ihr etwa 150 Gramm Cornflakes. Die könnt ihr ein klein bisschen klein drücken, sonst kriegt ihr hinterher solche riesigen Schokokrossis. Ihr braucht 200 Gramm Konfitüre geschmolzen, nach eurem Geschmack. Ich habe jetzt hier Vollmilch. Ihr könnt aber auch Zartbitter oder die weiße Schokolade nehmen, ist kein Problem. Und wenn ihr möchtet, 50 Gramm gehackte Mandeln habe ich hier. Ihr könnt aber auch Haselnüsse nehmen, ihr könnt das weglassen. Zum Beispiel, letztens habe ich welche gemacht mit Orangen. In Orangenaroma, das war noch getrocknete Orangenschale, die ich hatte. Das war auch lecker, aber jeder nach seinem Geschmack. Zuerst mischen wir einfach die Kuvertüre geschmolzene. In meinem Fall die gehackten Mandeln. Einfach zusammenrühren. Darauf achten, dass alles gut von der Schokolade bedeckt ist. Und wenn alles gut vermischt ist, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Einfach mit einem kleinen Löffel kleine Häufchen auf Backpapier. Macht die nicht zu groß. Ich meine, ihr könnt die auch groß machen und klein brechen hinterher, aber ansonsten lieber etwas kleiner, sonst gibt das einen zu vollen Mund. So, wenn das Backpapier voll ist, einfach beiseite stellen und die Kuvertüre bzw. Schokolade trocknen lassen. Danach könnt ihr sie eine Schüssel geben und servieren. Ich muss jetzt noch weitermachen. Ihr seht, das war noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich gemacht habe. Also es geht einfach noch weiter, den Rest aufs Backpapier trocknen lassen und fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Backen und Kochen mit Stefan. Tschüssi!